Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Wir arbeiten weiter an unserem Bahnhofeckchen. Und zwar haben wir ja hier wunderbar schon so eine Buslinie eingezeichnet. Und jetzt wird es auch mal Zeit, dass da überhaupt Busse fahren. Deswegen platzieren wir hier oben jetzt mal ein Busdepot. Ich hoffe, das passt da überhaupt hin. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und dann können wir Buslinien einbauen. Warte mal, das ist Bushaltestellenschild. Und das ist ein Haltestellenhäuschen. Hier müssen natürlich auf jeden Fall Haltestellenhäuschen hin. Warum geht das hier nicht? Überlappendes Objekt, Straße benötigt. Aber das ist doch eine Straße. Ist das nicht extra eine Busspur? Wartet, jetzt muss ich nochmal gucken. Einfache Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Eine Fahrspur, die nur von öffentlichen Verkehrsmitteln, Einsatzfahrzeugen und wendenden Fahrzeugen befahren werden darf. Aber heißt das dann nicht, dass ich da eine Bushaltestelle dran machen kann? Benötige eine Straße mit Bürgersteig. Okay. Ein einfaches Bushaltestellenschild im europäischen Stil. Ich wollte eigentlich, wird mir jetzt verwehrt, dankeschön, eigentlich hier, ja, dann so Haltestellen, so Dingens machen. Naja, gut, dann nicht. Dann machen wir nur hier und hier ein Haltestellenschild für zwei Buslinien erstmal. Das ist doch schon mal gut. Da kann man dann auch im Notfall noch eine, ja, wobei eine dritte kriegen wir dann nicht rein. Ist ja auch nur ein Mini-Bahnhof, ne? Es soll ja nur so der, ja, kleine Bahnhof werden. So, und die Busverbindung führt einmal um den Innenstadtring, würde ich sagen. Na, also fahren die auf den Innenstadtring und dann hier halt, weil hier können wir ja dann Bushaltehäuschen machen. Was ist hier? Hier sind irgendwie Büros. Ich mach mal da einen hin. Ich mach mal hier einen hin. Da ist schon wieder ein Haus kaputt. Hier eine hin. Ich soll überlegen, wie der Bus fährt, ne? So. Hier. Das ist ein Taxi, aber von außerhalb, ne? Aber da noch ein. Da ein. Das ist die Autobahn, ne? Auf jeden Fall hier auch wieder zurück. Weil dann kann der ja hier rum und wenden. Oder wir müssen auch noch da hinten das Dorf mit anbinden. Von hier kommt er nicht großartig weiter. Aber er könnte dann hier lang fahren. Oder auch nicht. Ja, wie, was habe ich denn hier für Straßen gemacht? Ja, auf jeden Fall machen wir hier mal gegenüberliegend noch eine. Dass immer links und rechts auf der Straßenseite halt einer ist, ne? Das kostet uns jetzt alle so ein bisschen Geld. Ja, dann fährt er hier wieder lang. Hier. Dann fährt er aber hier lang. Da ist dann wieder der nächste. Beziehungsweise so dann zum Bahnhof. Wunderbar, dann haben wir das schon mal. Dann hätte ich gerne noch eine Verbindung zum Industriegebiet. Da mache ich aber hier so einfache. Das Industriegebiet. Dann können wir dann ja die zweite Spur machen. Hier für die Leute, die da arbeiten. Und dann ist das nächste halt hier das Dorf. Haben
wieder zurück. So, da brauchen wir keinen. Dann machen wir nochmal hier auf die andere Straßenseite. Ist doch, oder? Ja. So. So. So, und dann kann er auch die anderen Haltestellen mit anfahren. Okay. So, Buslinie 1. Geht vom... Wo ist mein Bahnhof? Da. So, vom Bahnhof. Chup, 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 chup. Ja, da sollst du eigentlich nicht lang fahren. Kann ich denn sagen, fahr hier lang? Ja, kann ich. Zu der Haltestelle. Zu der Haltestelle. Zu der Haltestelle. So, ja, jetzt müssen wir hier ganz spektakulär wenden. Ist aber auch kein Problem. Und dann geht's wieder zurück. So, ja, hier fahren wir dann natürlich da lang. Und wieder zum Bahnhof. So. Das ist Buslinie 1. Jetzt würde ich gerne Buslinie 2 machen. Die machen wir jetzt ein bisschen grünlicher, damit man die unterscheiden kann. Die fängt hier an. Die muss auch hier lang, bitte. Die nimmt auch hier den Kreis mit. Und fährt dann hier, aber... Nee, hier geradeaus. Ich habe da keine Möglichkeit, keinen zweiten Haltestellen-Dingsens gemacht, ne? Wo wendest du denn? Auf dem Parkplatz? Nein, das jetzt. Gut, du hast auch echt nicht eine großartige andere Möglichkeit zu wenden, ne? Aber ist mir egal. Machen wir erstmal so. Okay, hier haben wir natürlich jetzt keine Haltestelle. Ist aber auch nicht so schlimm. So. 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 Dann fährst du hier auch die gleichen Stationen. Oh Gott, die ganzen Busse. Guck mal. Hey. Und hier. So, dann haben wir schon mal zwei Busverbindungen. Jetzt machen wir noch ein Taxidepot. Oh Gott, das ist größer, als ich dachte, das Taxidepot. Weil du passt hier perfekt so hin, ne? Und jetzt können wir... Taxistände machen. Und zwar wollte ich die ja hier haben. Taxistände. Fahrgäste warten und Fahrgäste... Ich sehe nur nicht, wie die aussehen. Das ist halt mein Problem gerade. So sehe ich das, ne? Okay, das ist einfach nur so. Und das hier wäre so ein vernünftiger Taxistand. Weil dann wäre da natürlich schöner, wenn wir da nicht so eine verbreiterte Straße haben. An dem Stück. Genau, dass da so eine Einbuchtung im Prinzip ist. Aber da darf keiner parken halt, ne? Da passt noch einer hin. So. Da stehen Taxis? Taxen? Ich hätte halt hier super gerne so Häuschen, ne?
Ah, schade. Und unsere Busse und Taxen geben Gas. Oder machen wir vielleicht noch Taxistand hier in der Innenstadt? Sich das denn anbieten? Ich denke mir hier gerade so am Park, weißt du? So, zwei Stück. Weil da muss ich ja keine Routen machen, ne? Das passiert ja einfach so. Dann hier vielleicht, warte mal, was ist das? Unsere Uni, ne? Machen wir mal zwei vor die Uni. Na, hier nicht unbedingt. Hier halt so. Ist ja auch recht innenstadtmäßig, ne? Vielleicht hier. Industriegebiet. Eigentlich hast du ja immer nur so eine Hauptstelle und dann rufst du die ja an. Ey, kommen Sie mal zu der und der Adresse, sammeln mich ein und bringen Sie mich da und da hin. Also von daher ist halt so offizielle Taxistellen. Weiß ich ja nicht. Mache ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das für die Leute dann einfacher ist. Aber vom Prinzip her gibt es das ja eigentlich nicht, ne? So, dann machen wir hier noch Taxen. So. Okay. Dann hätten wir da schon mal Fernverkehr. Ja, nicht Fernverkehr, sondern halt, ne, hier Nahverkehr. Mitteldingsen. Was war da denn jetzt? Eine Poststelle, ne? Vielleicht sollten wir uns auch nochmal um Post kümmern. Da ist eine Poststelle. Wobei, hatte ich nicht schon ein Postamt? Postdienstverfügbarkeit ist eher so mäßig, ne? Postlagererweiterung. Ich glaube, die brauchen wir. Postlieferwagenanbau brauchen wir, glaube ich, auch. Nehmen wir mal beides mit. So. Ich glaube, ihr seid schon sehr ausgelastet. Zuzustellende Post. Eingesammelte Post. Ja, es ist eine Menge. Gut. Und wir müssen uns auch mal um diese Kommunikation hier kümmern. Die haben wir noch gar nicht, Leute. Internet. Guck mal, das Land hat vor der Stadt Internet. Ist das nicht mal ein Traum? So, Industrie braucht doch auch Internet. Okay, hier ist aber eher so schwach, ne? Der Empfang. Hier ist guter Empfang. Haben wir da noch Internet? Muss jetzt halt sein, ne? So, das hier mal irgendwie einarbeiten. Hier reißen wir sogar nichts ab. Ich meine, ist der Empfang echt nicht der beste? Aber besser als gar keiner, ne? Ich krieg kein Internet. Ist der denn so schlecht? Oder weil hier halt so viele Gebäude sind, schafft der eine Mast das gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt... Den könnte ich ja, glaube ich, kaufen schon, ne? Ich glaube, der macht dann mehr Reichweite oder besseres Internet. Der Telekommunikationsturm bietet eine breite Palette von Telekommunikationsdiensten, die von interkontinentalen Fernsehübertragungen bis hin zu weitreichende Mobilfunknetzen reichen, wodurch die Netzwerkkapazität in der gesamten Stadt stark erhöht wird. Okay.
Eine Serverfarm ist eine Ansammlung von Computerservern, die von der Stadt gewartet werden und dazu dienen, die Netzwerkkapazität der Stadt zu erhöhen. Das fällt auch gar nicht so schlecht. Satellitenverbindung. Bei der Satellitenverbindung handelt es sich um eine große Schüssel, die Daten, Fernseh- und Radiosignale aus der ganzen Welt empfangen kann. Eine Satellitenverbindungsanlage erhöht die Netzwerkkapazität und die Unterhaltung in der gesamten Stadt sowie den Unterhaltungswert bestimmter Gebäude. Okay, ich würde aber erstmal das hier nehmen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Oh, der ist wesentlich riesiger, ne? Der ist sehr viel riesiger, aber... Ach, du, alter Verwalter, hast du einen Radius. Okay, wenn wir den vielleicht... Kriegen wir den hier irgendwo unter? Vielleicht mit so einer kleinen Gasse? Wenn ich den hier hinsetze? Neuer Meilenstein! Mehr Darlehenslimit. Wohnhäuser mit hoher Dichte haben wir jetzt. Und Öl können wir abbauen. Sehr, sehr gut. Schön, schön. So, jetzt braucht das Ding hier aber noch eine Straße. Moment. Und das hier. So. Weil da reicht auch so eine Gasse, glaube ich. So. Telekommunikation, meine Damen und Herren. Im großen Stile. Das sollte das doch jetzt mal gut abdecken. Was ist denn das Symbol dafür? Da. Ja, das ist doch gut. Mich aber überlegen, dann kann ich eigentlich den kleinen Pups hier wieder abreißen, beziehungsweise umsetzen, ne? Den kann ich umsetzen. Ich setze ihn erstmal hier hinten hin. So. Gut. Das war doch eine super Investition. Und wir haben... wir haben neue Sachen freigeschaltet. Wuhu. Wir brauchen mehr Nachfrage an allem Möglichen. Eigentlich an allem. Ich würde gerne hier weiter dran ansetzen. Ja, funktioniert. Sehr schön. Freut mich. Da wieder ein größeres. Sehr gut. I like it. So, hiervon können wir jetzt die Innenstadt noch weiter ausbauen. Denn du bist noch so ein kleiner Pupsi. Du bist noch so ein kleiner Pupsi. Du bist noch so ein kleiner Pupsi. Will ich nicht? Bitte gehen Sie. Und werden sie zu größeren Pupsis. Danke. Oh Gott, was ist denn da passiert? Wie keine Straßenanbindung. Oder was ist dein Problem hier? Keine Straße. Das ist doch Straße. Mecker halt. Das ist mir egal. Du hast eine Straße. Da hinten sind wieder zu hohe Mieten. Ich sehe es. Was soll das? Dann muss ich Ihnen leider sagen, dass hier Innenkreisverkehr hin muss. Zum Wenden. Dass Sie leider ausziehen müssen. Oh, es geht nicht mit dem Weg. Dann muss ich den abreißen. Den können wir da ja gleich neu reinziehen. Und Sie müssen dann leider ausziehen. Also kenne ich ja nichts, ne? Wenn Sie schon meckern, dann mache ich da ganz kurz einen Prozess. So einfach ist das. Und das hätte ich gern gerade, bitte. Ist überhaupt nicht wirklich gerade, ne? Ah ja. So. Geht das nicht an den Kreisverkehr? Doch, geht's. Nur vorsichtig sein. So. Gut. Sehr gut. Haben wir das auch. Da
meckert auch schon wieder. Was ist denn euer Problem? Wahrscheinlich zu groß, ne? War das kleiner? Dann kommen da zwei kleinere Häuser hin und dann sollte das vielleicht auch wieder kein Problem sein. Da hinten hat ein Haus beschlossen, nicht mehr existieren zu wollen. Ist auch kein Problem. Ich bin da rigoros, ne? Das ist mir diesmal total egal. Wenn da einer meckert, dann muss er ausziehen. Dann mache ich hier keine halben Sachen mehr. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir unseren ganzen Bedarf hier irgendwie abgedeckt bekommen. Kriegen wir hiervon noch mehr unter? Eigentlich sieht die Innenstadt schon recht gut aus mittlerweile. Speichern wir schon wieder? Wir speichern schon wieder. Die lassen wir mal machen. Und dann würde ich hier das Ganze noch ein bisschen ändern. So. Die will ich ja eigentlich nicht bauen, weil ich glaube, das ist dann richtig hochhausmäßig und das will ich hier zumindest in dem Stadtbereich noch nicht haben. Deswegen lassen wir das Ganze mal. So, falls wir da noch Häuser brauchen, können die sich auf jeden Fall auch ausbauen. Wir brauchen definitiv auch mehr Bürogebäude. Da hätte ich gern die größeren, wobei das ist auch Wolkenkratzer, ne? Gibt es nicht Bürogebäude, die einfach mal hier irgendwie so klein bleiben? Also so ein Mittelding auch wieder. Das ist... Nee, warte. Nee. Das ist halt jetzt auch wieder so die Geschichte, ne? Nee, das magst du nicht spielen? Besser? Besser. Okay, dann mach halt so kleine Häuschen daraus. So, Industrie... Du hast doch eine Straße. Ich verstehe es nicht. Wir müssen auf jeden Fall unsere Industrie noch ein bisschen erweitern. Da ist auf jeden Fall ein hoher Bedarf. Dass wir hier noch genügend Platz haben. Ah, wie schön der runter geht, der Bedarf. So. Aber er steigt auch direkt schon wieder, ne? Ich muss auch gleich mal gucken, dass wir wegen unserem Öl was machen. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wo genau denn Ölfelder sind. Auf der kleinen Insel. Ansonsten noch nicht in Gebieten, die wir besitzen. Außer hier dieses Eckchen. Da möchte ich das aber, glaube ich, ungern hinpacken, weil das hier ist ja auch noch... Wobei, das würde theoretisch hier schon gehen, ne? Ich weiß nicht, wo die Straße ist. Hier vorne. Ist ja perfekt. So, pass auf, dann machen wir jetzt hier einfach rigoros ein kleines Ölfeld hin. Weil Öl brauchen wir eh. Zack. Eine Ölabbaustelle. So. Und das verbinden wir jetzt hier mit der Straße. Zack. Öl. Erstmal. Ne? Reicht ja auch, wenn wir dieses Stadtgebiet bis hier halt hinziehen und ab hier wieder irgendwie so ein bisschen Industrie oder so machen. Wobei, der Industriewind, der zieht so, ne? Das könnte dann theoretisch noch beeinflussen. Außer das hier macht nicht wirklich so viel Industriedreck. So luftverschmutzungsmäßig, das weiß ich gar nicht. Oh doch, macht es. Gut. Ignorieren wir das Ganze. Dankeschön.
Was ist da denn hier? Voll am Glitschen. Weil die Klippe? Eigentlich ganz cool, ne? Okay. Wir haben Öl. Und wieder Häuser, die abgerissen werden wollen. Ich würde gern langsam auch hier mal ein bisschen weiter oder schneller vorankommen. Ne? Das zieht sich schon wieder so. Aber wir haben schon wieder so viele Lücken, die noch ausgearbeitet werden müssen und bebaut werden müssen. Und ach, alles schwieriger. Wir haben halt immer noch so einen riesigen Bedarf an Gewerbe. Es ist halt das Blöde, wenn man dann sagt, okay, dann hau halt hier ein Gewerbeding hin. So, dann kommt da so ein kleiner Pups, der halt nicht immer so geil dazwischen aussieht, ne? Aber besser, glaube ich, als gar nichts. Kann man hier vereinzelt mal so Gewerbegebäude hinhauen. Hier auch. Irgendwie mal so kleine Lädchen oder so. Ja, geht ja gut runter, der Bedarf. Daneben kann man hier noch sowas machen. Und dann lassen wir die mal machen, ne? Wunderbar. Lasst uns jetzt nochmal eben schnell gucken, wie das hier mit unseren Produktionen aussieht. Oh! Wir sind überall im Plus. Wir haben überall Überschuss. Das heißt, wir kaufen keine Ressourcen mehr ein. Das ist ja ein Traum. Jetzt ist nur, dass wir hier wahrscheinlich... Ja. Wir kaufen noch Petrochemikalien ein. Weil wir dafür noch zu wenig Grundmaterialien haben. Oder keine Firma, die das herstellt. Das kann natürlich auch sein. Also hier so diese weiterverarbeitenden Sachen, die kaufen wir noch sehr viel selber ein. Fertignahrung kaufen wir ein. Ich glaube, ja, das ist halt dieses Problem, warum die Industrienachfrage so groß ist. Weil wir da nicht genug Läden haben, die solche Sachen herstellen, ne? Oder Produktionsstätten. Wir hier mal gucken. Strong Arm Mixing. Jo, macht aus Steinen Beton. So, daneben wird aus Holz Bauholz gemacht. Daneben wird aus Stein Beton gemacht. Na, das ist halt das Problem. Ich brauche ja nicht so viele, die aus Stein Beton machen. Die machen aus Stein Mineralien. Die machen aus Holz Möbel. Die machen aus Erz Metall. Die machen aus Baumwolle Textilien. Ja, also wir haben halt natürlich schon die entsprechenden Dinger. Da wird einfach nur Bauholz gelagert. Das ist auch natürlich ganz cool, das so zwischendrin zu haben. Aber vielleicht kommen ja dementsprechende... dementsprechende Fabriken jetzt, dadurch, dass wir Öl haben. Oder wir müssen halt gucken, dass wir noch ein neues Industriegebiet ansetzen. Hier ist ja auch viel Industrie. Das war, glaube ich, diese Milchfarm, ne? Die Milchproduktion. Aber das hat uns einfach nur Boosts gegeben in eine gewisse Richtung. Vielleicht müssen wir noch ein neues Industriegebiet ansetzen. Vielleicht in diese Richtung. Na, wie sieht das windtechnisch aus? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich bin da unten. Ja, das pollutet hier wunderbar in die Richtung. Geht perfekt an dem Dorf vorbei. Das ist natürlich sehr gut. Das pollutet hier auch schon in die Richtung. Aber das kann man dann ja einfach noch erweitern. Das ist dann ja egal. Da wird jetzt natürlich ein bisschen Pollution gemacht, die hier hinzieht. So müssen wir das mal ein bisschen beobachten, wie sich das auswirkt auf Dauer. Kleine Ölbohr-Dingsens-Bumsens. Sehr süß. Okay. Aber das entwickelt sich doch hier schon mal sehr gut. Hier meckern sie wieder. Okay, du bist aber auch ein großes Haus, ne? Das kann ich jetzt aber auch verstehen. Machen wir mal so. Sorry, aber du bist eher meckern.
Haben wir da ein kleineres Haus hin und können da vielleicht noch einen Park oder so hinsetzen. Was ist das? Freiluftfitness. Das ist vielleicht ein bisschen klein. Was ist das gewesen? Ein Basketballplatz. Guck mal, der wird da hinpassen. Haben wir da einen Basketballplatz hin? Warum auch nicht? So. Platz ist, ach so, da ist auch schon einer. Toll. Ja, ist egal. Kann nie genug Basketballplätze haben, oder? Du bist auch am Meckern. Dann machen wir da aber Reihenhäuser hin. Tschüss. Zack. So einfach ist das. Okay. Dann bedanke ich mich jetzt aber an der Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei, in der wir dann mal gucken, wo wir vielleicht Lücken schließen, wo wir neu ansetzen. Machen wir ein neues Industriegebiet? Bauen wir erstmal hier in dem Bereich weiter? Ich weiß es noch nicht. Das entscheide ich dann spontan. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüsselü!